Nur die Hetären, die Aspasias, die Kurtisanen, die Sapphos, die Verteidigerinnen des Phallus, der Mutter und Herrenreiterin des Herrensignifikanten stellen sich heute hin und verteidigen die Wahrheit, dass sie von Anfang an Liaison, Vertrag mit der Abgöttlichen, mit ihrer phallischen Potenz gehabt haben würden, aber gerne das Messer wetzen und den Degen ziehen in Verteidigung dieser Position als D'Artagnan, als Musketier, als Muskeltier oder besser noch als, na, wie hieß der von Molière mit der großen Nase? Habe ich den Namen vergessen, diesen Poet mit dem Degen, die männliche Form einer Sappho.